Neulich bei Two and a Half Men. Und? Was gibt's Neues bei dir? Ich habe eine Softwarefirma mit meinem alten Partner Billy Stanhope gegründet. Du glaubst, wir können den Electric Suitcase bauen? Wir haben inzwischen die Technologie. Ich muss dir was erklären. Es geht um deine Ex-Frau. Um Bridget? Ja, ich schlafe mit ihr. Was? Hey! Morgen. Es ist 14 Uhr. Na und? Samstags darf man doch wohl lange schlafen. Heute ist Sonntag. Echt? Das verwirrt mich jetzt. Was hast du denn nachts getrieben, dass du den Tag verschlafen hast? Eins nach dem anderen. Erst muss ich mal rauskriegen, was am Samstag war. Jake, in ein paar Tagen hast du deinen Highschool-Abschluss. Willst du nicht allmählich dein Leben ordnen? Bitte nach dir. Was? Ich werde es in Erwägung ziehen, Vater. Du wirst es nie zu was bringen, wenn du die Tage einfach verpennst. Morgen. Wie bitte? Ich war gerade von dem nackten, verpennten Milliardär abgelenkt. Klappe und isst dein blödes Müsli. Mann, ich dachte schon, Jeremy hört überhaupt nicht mehr auf zu reden. Ja, der war kein Abschlussredner, der war ein Abschussredner. Der findet sich toll, nur weil er nach Harvard geht. Wer ist Harvard überhaupt? Mann, hast du in der Highschool eigentlich nichts gelernt? Das ist ein Basketballclub in Connecticut. Wo ist in Connecticut? Guck doch einfach im Atlas nach. Atlas. Weißt du nicht mal, was ein Atlas ist? Doch, so ein dickes Ding. Idiot. Wieso hänge ich überhaupt mit dir ab? Weil du schwul bist. Und was bist du dann? Attraktiv? Deine Eltern machen dir also Druck, was deine Zukunft betrifft? Und wie? Meine Mom und mein Dad. Ich kann's nicht mehr hören. Ja, wenn du nicht aufs College gehst, such dir einen Job. Wie kommen die darauf? Frag mich. Und was machen wir jetzt? Womit? Mit unserer Zukunft. Oh. Ich würde sagen, wir gehen Eis essen. Gute Idee, Mann. Dann los. Ja. Sollen wir die Roben ausziehen? Die lassen wir an. Dann fliegen kluge Chicks auf uns. Ja. Komm schon, Judith. Er ist doch dein Sohn. Ich habe ein Video, wie er aus deinem Körper rausgepoppt ist. Na klar, habe ich ihm vorgeworfen, dass er keine Pläne hat. Aber da redet man gegen eine Wand. Eine gutmütige, aber eine dicke Wand. Na klar mache ich mir Sorgen, aber ich bin ratlos. Nein, ich frage Walden nicht, ob er ihn in seine Firma holen würde. Weil es eine Zumutung für ihn wäre. Nein, ich mute ihm nicht so viel zu, weil ich umsonst bei ihm wohne. Okay, wenn du endlich die Klappe hältst, werde ich ihn fragen. Die wird nie die Klappe halten. Okay, mach's gut, Judith. Ich bin so dankbar, dass du in mein Leben getreten bist. Was ist mit meinem Sohn? Warum? Du bittest Walden um einen Job für Jake, aber nicht für Eldridge? Nur zu Anfang nicht, weil ich Eldridge als Trumpf ausspielen will. Ich habe mal eine Frage. Ja? Warum hast du keine verstellbaren Sessel bestellt? Hab ich doch. Meiner ist verstellbar. Warte mal, wie... Kriegst du das hin? Mit dem Hebel hier. Bei mir ist gar kein Hebel dran. Und das, wo du so klein bist, wie schade. Damit willst du es mir heimzahlen. Weiß gar nicht, was du meinst. Das